Haben Sie sich schon immer gewünscht, zu einem bestimmten Bastelthema die wichtigsten Produkte für den Start zur Hand zu haben? Die Perfect Sets machen es möglich. In diesem Video dreht sich alles um die Modellstraße, erstellt mit den Produkten aus dem noch Perfect Set Straße. Dieses Set enthält einige Artikel, mit denen Sie Ihre Modellstraßen gestalten können. Das Startset Straßenmarkierung, mit denen Mittellinien und Markierungen aufgemalt werden können, eine Straßenbaustrukturfarbe für das asphaltähnliche Aussehen sowie den Straßenbaufarbroller, mit dem Sie die Strukturfarben mühelos aufbringen und eine realistische Oberflächenstruktur erschaffen können. Im Vorfeld haben wir für die Anwendung dieser Artikel ein kleines Diorama vorbereitet, auf dem wir eine Straßenszene realisieren und anschließend ausschmücken möchten. Bei der Gestaltung von Straßen im Dioramenbau ist es vorteilhaft, vor der Begrünung und den Ausschmückungen mit den Straßen zu beginnen, um möglichst problemlos mit Lineal und Farbe arbeiten zu können. Zunächst geben wir etwas von der Straßenbaustrukturfarbe in einen Behälter. Zu Beginn des Farbauftrags benutzen wir einen Pinsel für die Kanten und Vertiefungen. Die anschließende Beschichtung der Asphaltfläche erfolgt nass in nass. Wir verteilen die Farbe mit dem Straßenbaufarbroller auf der gesamten Straßenfläche. Nach dem Verteilen der Farbe ist es wichtig, den Farbroller ohne Druck langsam über die Fläche zu rollen, um entstandene Bläschen zu entfernen. Auf diese Weise bringen wir einen ersten Farbauftrag auf. Je saugfähiger der Untergrund ist, desto zügiger muss gearbeitet werden. Mit einem Plastikbeutel schützen wir den Farbroller vor der Eintrocknung, da wir diesen für einen zweiten Farbauftrag nochmals benötigen. Je nach Untergrund ist ein zweiter Farbauftrag notwendig, um durchscheinende Flächen vollständig zu überdecken. Das Ergebnis ist eine fein strukturierte Straße mit einer asphaltähnlichen Oberfläche. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Straßenmarkierungen und nutzen dabei das im Set enthaltene Startset Straßenmarkierung. Aus den Schablonen in den verschiedenen Spurweiten schneiden wir die H0-Versionen aus, die wir benutzen möchten. Die Schablone für den Zebrastreifen passen wir der Straße an und schneiden sie zurecht. Danach malen wir die ausgestanzten Stellen mit dem Straßenmarkierungsstift aus, um einen schönen Zebrastreifen zu erhalten. Als nächstes sind die Markierungen und Mittellinien an der Reihe. Mit Hilfe des flexiblen Kurvenlineals ist es möglich, Markierungen im richtigen Radius fortzuführen. Dazu passen wir das Lineal entlang dem Straßenverlauf an. Mit einem Bleistift können die Markierungen vorerst leicht angezeichnet werden, danach ziehen wir die Linie mit dem Straßenmarkierungsstift nach. Anschließend werden noch die Schablonen für die Pfeile aufgelegt und diese ebenfalls mit dem Stift ausgemalt. Unsere Straße ist jetzt fast komplett. Es fehlen nur noch die kleinen Ausschmückungen, die die Szene perfekt machen.